Fall Guys lame seit Minute 1? Verstehe ich nicht. Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe keine Spiele mehr auf dem PC. Ich hatte alle auf meiner Haupt-M2-SSD und dann habe ich aber alles gelöscht, so, weil ich keinen Speicher mehr hatte. Ja, aber ich würde das Spiel nicht kaufen. Ich habe keinen Bock, jetzt hier ein Spiel zu spielen, was auch jeder andere... Ja, ich weiß, Dings spielen auch viele Leute, aber ich sehe... Keine Ahnung, vielleicht macht es ja auch Spaß, vielleicht komme ich irgendwann mal dazu. Ja, ich bin in dieser... Oh, stimmt, ich muss... Wo ist mein Portemonnaie? Ich muss eine Visitenkarte rausholen, da muss ich mal anrufen. Denn es gibt da tatsächlich jemanden, der gesagt hat, wenn ich mal Bock habe auf einen neuen PC, wenn ich so wieder Bock habe, so dieses Gaming wieder so ein bisschen aufleben zu lassen für mich, dann soll ich mich melden. Dann könnte man da eventuell etwas starten. Mifcom. Nein. Nein, Mann. Also wenn das mit denen funktionieren würde, dann wäre ich echt stolz darauf. Also wirklich. Oh, bitte sag mir, dass ich die Visitenkarte noch habe. Nein. Nein. Wo ist die hin? Wo ist das denn? Oh, da habe ich aber ein Parkticket noch nicht eingelöst. Oh nein, ich brauchte doch die Visitenkarte von den Typen. Und sag mir nicht, dass ich sie nicht mehr hab. Oh Junge. Meine Fitnesskarte. Meine Fitnesskarte im auf Madeira. Du musst dir vorstellen, ich habe 60 Euro im Monat für das Fitnessstudio bezahlt. Es ist halt ein gutes Fitnessstudio, da ist alles drin. Und die haben mit so einer Kamera mein Bild aufgenommen. Oh Junge. Das ist die Casino-Karte. Das ist Casino Madeira. Ich habe immer nur Cola für 2 Euro getrunken. Ich habe fast nie gespielt und trotzdem bin ich Clubmitglied. Oh, Junge! Oh, das ist nicht gut. Ich brauche die Karte. Ich krieg doch sonst den Kontakt nicht, oder? Ich packe hier alles aus, wenn es sein muss. Oh, hier meine ganzen Belege. Die Belege muss ich eh alle rausmachen. Ich lasse die... Guck mal. Meint der Steuerberater hat Bock auf solche Belege? Ich muss eh einfach nur ich muss sie eh nur abfotografieren. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Hier ist sie bei. Bitte sag mir, dass hier die Karte bei ist. Alter, von wem ich alles eine Karte habe. Ich habe sogar noch von Aaron so eine Karte. Damals, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. LOL. Ey, das ist der Barbershop, wo ich einmal meine Haare gemacht habe auf Madeira. Also. Rua da Sao Pedro N5. Das hat aber einen guten Eindruck gemacht, der Barbershop. Hä? Als ob ich seine Karte verlegt habe. LOL. Weißt du, das habe ich gemacht, bevor ich meinen Führerschein gemacht habe. Muss ich mal aufheben, Alter. Man weiß nie, wann man die nochmal brauchen könnte. Ich hab das komplette Ding leer gemacht und ich find's nicht. Er hat mir doch seine Karte gegeben und jetzt habe ich sie einfach verloren. Das ist die Seilbahn auf Madeira. Also die ihr auch ganz oft im Hintergrund bei Unge und sowas seht. Oder ich weiß gar nicht, ob ihr die bei Unge seht. Aber das ist diese Seilbahn, die nach oben in die Berge geht. Look at this beautiful money. Oh nein, warum ist das so zerknittert, ich Idiot, Mann? Das ist so schön. Look at this beautiful money. Eins ist aus Dänemark und eins ist aus Norwegen. Bügeln, lol. Ich bin am überlegen, ob ich auch Donations wieder vorlesen lasse. So, ich habe ja damals diese 50 Wörter nur gemacht, weil ich habe ja ab 2 Euro vorlesen lassen bei Donations. Und dann haben halt irgendwelche Leute halbe Buch reingeschrieben, weißt du so? Und dann wird die 2 Euro Donation halt eine halbe Stunde vorgelesen. Und das war immer ein bisschen anstrengend. Aber eigentlich könnte man das wieder rausnehmen, das stimmt schon.